for Irony of Nightmare. Ist der Ton mit einmal weg? Okay, ist der Ton schon wieder weg? Ich muss irgendwie wieder reinklicken. Was ist das für ein Game? Warum steht da VR-Headset? Mega, komm. Auflösung. Wir gucken erstmal hier wieder rein. Ultra geht nicht. Russisch oder Englisch, Leute? Ich glaube Englisch. Nee. Und V-Sync natürlich aktiviert. Hey! Wir starten. Als hätte ich noch die Playlist anfangen gerade. Hold down the left mouse button and drag to open the door. Left mouse button to interact. Interact with keyboard to sit. Oh, Spacebar mit irgendwas. Der Ziege geht's gut. Zum Glück. Ja, also grafisch schon mal wieder mal relativ geil. Also ich bin noch verwirrt über diese Auflösung. Ich glaube, das soll so sein, ne? Ja, sie war ja selber noch ein Kind. Das war normal. Spacebar to stand up from the computer. Achso. So, loading. Wir können hier nichts benutzen. Da, guck mal, da steht was dran. Merry Christmas! You spend too much time with your computer. Okay, dann gehe ich lieber. Ich muss die Nachricht... Leute, geht mal lieber weg vom Computer. Macht was aus eurem Leben! So, was denn übrigens der Rest der Nachricht? You put a note on a wall and you didn't even notice we decorated the tree. Go and have a look. Achso, ja, wir müssen mal ganz kurz zum... So. Gitarre. Oh, guck mal, wir können Gitarre spielen. Warum bauen die eigentlich alle immer so eine Gitarre ein? Hatte ich tatsächlich mit Kali damals auch in unserem Game, was wir mal machen wollten. Probiere mich gerade hier so ein bisschen rum, was wir alles machen können. Aber wir sollen... Oh, lass mal pumpen, Alter. Aber das können wir nicht machen. Schade. So richtig fett einfach mal in die Eisen reindrücken, weißt du? Können wir nicht machen. Komm, wir gucken uns den Weihnachtsbaum an. Ah ja, interessant. Interesting. Wir kommen da gar nicht rein. Ach cool, guck mal, wir können sogar die Schränke so öffnen. Das ist ja wild. Eine Plastik-Ukulele hast du gestern bekommen. Out. Was? Das steht einfach out. Kann ich das zumachen? Guck mal, wir sind einfach jetzt im Schrank drin. Das ist cool. Wir sind einfach jetzt... Wo kommt denn der Wind her? Alles klar, schon oben. Dann guten Hunger. Lass es dir schmecken. Bis später. Maus ist voll schnell, ne? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. So. Ah, so sehen wir also aus. Sitzt aber so ein bisschen. So ist schöner, ne? So ist besser. Nicht dicht, der Schrank. Ja, hier ist gar nichts dicht. Ich höre das überall. Hier geht einfach keine Tür. Wo ist denn jetzt der Weihnachtsbaum? Hier geht nicht eine Tür auf. Ah, die. Ah, moin. Das sieht doch schön aus, oder? Voll gut. Oh. Erinnerung freigeschaltet. Erinnerung freigeschaltet. Na gut. Ich sehe halt gerade nicht viel. Oh, der Teddy guckt, hat uns... Oha. Oh, hier. How long has it been since they left? Wer hat uns verlassen, Leute? Wer hat uns verlassen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein schöner Weihnachtsbaum.
Guck mal, hier sind Geschenke unterm Baum. Sehr gut. Ah, wir können die... LOL! Hä? Die Puppe dreht sich die ganze Zeit. Okay, cool. Wir können wenigstens das Licht anmachen, was ungefähr 10 cm weit wegleuchtet. Der Weihnachtsbaum gibt auch leider so gut wie gar kein... Sag mal, kannst du jetzt mal das Licht anlassen? Können wir den Teddy bitte aus dem Fenster raus... schmeißen? Ich beobachte dich jetzt, mein Freund. Ich verstehe, guck mal hier. Boop. Boop. Ja. Die Mechanics herausgefunden. Oh lol, wir können einfach den Schrank öffnen. Ich weiß noch nicht warum. Unsere Mission ist den... Okay, cool. Ich guck mal, ob ich hier rauskomme. Wieder. Die Tür ist ja gut umrahmt. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Toxic. Ich weiß noch nicht so ganz, was wir hier machen sollen. Hier passiert halt auch nichts mehr, ne? Das Licht anmachen die ganze Zeit. Oha. Ah, okay, hier gibt's noch mehr Lichter. Vielleicht gibt's ja noch mehr Lichter, die wir anmachen können. Guck mal eben. Oh, das sieht nicht danach aus. Der hat ja voll die Langeweile. Da. Oh, guck mal, da sind Schlüssel. Ah, ja. We found the key. Now we can escape from this room. Glaube ich. Tatsächlich. Warum war die Tür denn mit einmal abgeschlossen? Oh. Teddy? Are you left? Okay, es gibt jetzt zwei von denen. Why did you do something like this? Oh Gott, guck mal, da ist der nächste Raum. Es ist halt so dunkel. Können wir die Taschenlampe nehmen? Oh, oh, clever. Mann, ey. Ich bin so ein Big Brain. Wir müssen anscheinend jetzt... durch diese neue Tür durch. Moin. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Da. Kali schreibt ganze Romane, Alter. Ich brauche ein neues Headset, damit ich das nicht mehr höre. Warum steht da ein Monitor im Fenster? Oh, guck mal. Irgendwer hat uns Essen, macht uns gerade Essen. Ach du Scheiße, das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Unser Herz ist fertig. Sehr gut. Okay. Ja, Taschenlampen flackern halt zwischendurch. Das passiert. Alles gut. Ja, cool. Hier ist ein Herz drin. Meinst du, es war ein Geist? Hast du irgendwas Kaltes gespürt? Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder einen Schlüssel irgendwo hier finden. Ne? Oh, da. Out. Fee. V-E. Out. Fee. Ja, gut zu wissen. Also da, wir haben einmal Out, einmal Fee. Guck mal nach hinten. Die sieht ja aus wie im Kühlschrank von deinen Eltern. Was ist da los? Na nee, hier oben sind gesunde Sachen drin. Dann doch nicht. Sorry. Pay call. Sieht irgendwie schon süß aus. Ne? Aber... da war der nächste Schlüssel. Oh. Hier läuft gerade ein bisschen Blut. Ach du. Ey, ich glaube, die Nachbarn da oben, die sind geplatzt, kann es sein?
glaube, die Nachbarn haben gerade, die erleiden gerade starken Blutverlust. Du kackst alles zu sauen. Na toll. Ach du, oh mein Gott, der ganze Boden. Ist alles versaut. Wer macht das denn sauber? Meine Wohnung. Jetzt mal really. Das kriege ich nie wieder sauber. Die machen sich zu viel Ketchup auf den Teller. Das könnte ich sein. Oder Adirion. Oh. Das nächste Zimmer, addieren eher. Ah, machen wir auch viel. Also das beleidigt mich jetzt. Ich könnte diesen Billig-Ketchup könnte ich auch trinken. Ich mach's noch nicht. Kostet viel Geld. Ja, man weiß halt nie, was geht auf und was nicht, ne? So, Tür auf. Wer färbt denn seine Tür so? Das ist doch viel gruseliger als alles andere. Oha, die müssen wir mitnehmen. Okay, die dürfen wir nicht mitnehmen. Da hat kurz meine Taschenlampe geflackert. Komisch. Das ist ein Omen, Leute. Kali hat mir gerade noch davon berichtet. Oh, da ist eine Schüssel. Okay. In der Tür? Nee, okay. Aber jetzt komme ich hier wieder durch, ne? Für was ist das die Tür? Für die, ne? Ja. Ah ja, okay. Für diese Tür. So, wir sind im nächsten Raum drin, ne? Die Dusche kriege ich aber nicht auf. Wir haben den nächsten Schlüssel gefunden. Schnucki, da ist mir ein Game gekauft. Wasserverschwendung. Ich glaube nicht, dass wir Wasser verschwenden. Ich glaube, hier werden wertvolle Tomaten verschwendet. Bin ich ehrlich. Was haben wir denn hier so alles? Ja, ja, nee, hier werden wertvolle Tomaten verschwendet. Guck mal da, oh, da war gerade ganz, da waren gerade ganz viele Tomaten. Was ist da los? Ich will mich wehren. Ich will duschen gehen. Denken kann, Leute, hier ein Giveaway heute, ne? Für die Copy-Paster da draußen. Das ist ein kleiner Reminder. Ja, das ist eine schöne Tasse. Die sieht wirklich geil aus. So, was müssen wir tun? Schnucki, Copy-Paste alle 10 Minuten. So, ist das der Schlüssel zu der Tür? Auch nicht. Okay, uns fehlt tatsächlich immer noch ein Schlüssel. Okay, wir kommen jetzt wieder in unseren ersten Raum zurück. Bin so dement. Ja, ich würde es ja gerne jemand anderen geben, den Job, aber es ist ja keiner da. Out. Out. Out, 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 out. Was sagt uns das Out? Hier drin haben wir noch keinen Schlüssel gefunden gehabt, ne? Oh, guck mal hier. Da ist jetzt was Neues. Casual. Chat. Nick. Hey, you. I know that you're here, there. Okay, Enter Nick. Sierra. DFK. No, I'm not. Oh, Nick schreibt, Leute. Nick schreibt. You need to hurry. Do you want to get out of there? No. Eigentlich nicht. Ist gerade ganz bequem hier. Ist gerade very brave, yes? You will not have another chance. I won't have another
Chance. You. Nee. U. Stupid. Bot. Oh, warte mal. I will ask for the last time. Do you want to get out? Yes or no? If you are so smart, then deal with it by yourself. Oha, was? I will open the door to the next room right now. The key to your salvation lies there. Moin. Was? Ja, ja. Lass die Tür aber auf, die quietscht zu sehr, okay? Danke. So. Do you believe me or not? I don't care. Good luck. I hate you. I hate you. You are useless. Hello? Nick? Wir schreien mal. Nick! Oh, mein Handy hatte noch ein bisschen Ton. Ich habe mich gerade selber schreien hören. Okay, gut. Ich denke mal, was haben wir hier noch? Die Mutter. Enter the 12 number symbol password. Wir haben noch einen Fax. You have new Fax printed? Yes. Hä, da kam ja gar nichts raus, oder? Ich habe jetzt nicht so ganz drauf geachtet, aber wenn ihr mich fragt, kam da nichts raus. Ach doch, da. So, ich muss dafür aufstehen. Ich glaube, wir sind nicht alleine, Leute, aber es ist nur so eine Theorie. So. Ah. Put. Uwe die Palto. Ich sehe ein Problem beim Lösen des Rätsels. Kann das sein, dass wir das brauchen für Mothers Passwort? Egal, der hat uns die nächste Tür geöffnet. Ach hier. Schon wieder über diese Teddybären. Ich bin ein Teddybär, ich bin ein Teddybär, ich bin ein Teddy, 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 Teddybär. So, wir können keine einzige Tür öffnen. Alter, geh doch mal weg. Hauptsache, die Lampe steckt da in der Steckdose drin. Interesting. Guck mal hier, put. Put, 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 put. Da ist der nächste Schlüssel. Aber hä? Wir haben einmal out, wir haben einmal put. Das sind theoretisch Konsolenbefehle, Leute. Out ist, um eine Nachricht zu schreiben. Put ist eigentlich auch ein Command. Also Programmierer können damit durchaus was anfangen. Aber ich weiß nicht, was wir das hier sagen sollen. Warum, warum haben die Schwachmaten hier einfach ein Bild von ihrem Tannenbaum liegen? Ja? Ist halt. Er steht halt da rum und war halt wieder weg und ich dachte mir, wer bist du? Und dann war halt vorbei. Ich bin tot halt. Da steht, wir sind halt tot. Ich habe noch nicht ganz begriffen, was gerade passiert ist. Oh nein, wir fangen von ganz von vorne an. Aber die Taschenlampe ist jetzt direkt schon hier. Okay, gut. Nein, wir fangen nicht ganz von vorne an, weil wir kommen jetzt direkt schon in das Zimmer rein. Okay, gut. Und hier ist jetzt der Schlüssel. Okay. Put.
Aber put heißt doch reintun auch, ne? Müssen wir irgendwas da reintun, maybe? Müssen wir irgendwas da reintun? Die Frage wäre ja was, ne? Die Teddybären, wir können ja aber auch nichts nehmen. Put. Bleh. Ah, okay, die kriegen wir tatsächlich auch. Okay, das aber auch leider nichts drin. Ist er wieder da? Jetzt ist er halt nicht da. Jetzt ist er halt wieder da. Frohe Weihnachten, Leute. Frohe Weihnachten. Ich verstehe es nicht. Also, sobald wir rausgehen, sind wir tot. Das heißt, wir müssen... ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich was in diesem Raum machen. So, Taschenlampe machen wir wieder. Wir gehen direkt rein. Ich finde, die haben sich krass gesteigert zum aktuellen Game. Auf jeden Fall. Hier weißt du noch nicht mal, was du überhaupt machen musst. Da steht ja Putt. Was sollen wir denn putten? Putt. Es scheint ja ein Hinweis zu sein. Mach doch nochmal die Dinge auf. Guck mal, damit können wir aber halt nichts machen. War ein ganz kurzer Gruselschocker. Können ja nichts putten. Vielleicht dürfen wir da einfach nur nicht hingucken. Komm, wir gehen einfach mal raus. Komm, wir ignorieren den mal. Gucken da gar nicht erst hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, also, ja gut. Wir können mal, pass auf, folgendes. Nee, du hast mir das geschenkt, das machen wir jetzt auch, pass auf. Hier ist doch, hier steht ja out, ne, put out. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir holen uns den Schlüssel. Jetzt geht's ja nichts, wir gehen jetzt in den Schrank hinein. Wir gucken uns nicht um, wir gehen da gar nicht erst. Ne? Also, ne? Wir machen das nicht so, wir gehen jetzt in den Schrank rein und gucken uns einfach nur das Out an. Vielleicht hilft das ja. Was wisst ihr nicht? Ich glaube, wir dürfen ihn einfach nur nicht angucken, kann es sein? Sobald wir ihn angeguckt haben. War es das? Aber warte mal, halt. Wir haben doch jetzt den... Entspann dich. Oh, wir kommen hier rein. Wir kommen jetzt endlich hier rein. Ja, wir sind draußen. Schönes Feuerwerk. Schönes Feuerwerk sehe ich ein. Cool. Ja. Schönes Feuerwerk. Oh ja, schönes Feuerwerk. Hat schon was. He escaped, but you will not. Also, he escaped, but you will not. You will be playing forever, Nick. Scheiße. Also wir haben das Spiel gerade durchgespielt. Das ist anscheinend ein Bad Ending. Er ist entkommen, wir aber nicht. Moin Marcel, ich grüße dich. Moin Marcel, ich grüße dich. Du bist der Einzige im Tisch. Was? Ja gut, also das heißt... Massas Keyboard. Wir haben schon mal das Bad Ending erreicht.
Das ist ja geil. Hold left to look around. Do look around? Do look around here, around the room? But I can't see nothing. Ja, ja. And as you can see... So, warte mal, wir gucken uns nochmal das hier kurz an. Marcel, wir haben aktuell wieder ein Giveaway hier am Laufen. RoboQuest. Jede Stunde gibt's heute einen Key gedroppt von mir. Also drei Keys insgesamt. Put. Das ist ja das Put, ne? Fehlt ja zum Beispiel ein U. Bringt uns das was? U. Bei U ist ein N. Oder beim unteren U ist ein oben B. Uwe. Die Partl. Put. Out. Ja, ist doch klar. Ich habe gar keine Ahnung, Leute. Das Spiel lässt einen komplett im Dunkeln stehen. Kann ich einfach einen PC ausmachen, dann ist ja gut. Also, da müssen wir eigentlich gar nichts machen, weil wenn wir da den Schlüssel haben, das bringt uns ja nichts, ne? Das bringt uns ja gar nichts, der Schlüssel. Da können wir nur entkommen. Aber... nee, hä, jetzt komme ich hier aber auch nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr in den Weihnachtsbaumraum. Ich komme nicht mehr rein. Sag mal, die Tür. Er ist anscheinend nicht mehr da. Können wir denn hier die Schränke... Oh Mensch, das ist aber sehr spontan hier alles. So, naja gut, wir müssen anscheinend irgendwie das Passwort von der Mutter herausfinden. Aber wenn ich mir den Sohn gucke, denke ich mir nur, keine Ahnung. Putfe? Putfe out. Wir haben Putfe out. P-U-T out P. Wir haben theoretisch, 8 Buchstaben. Wollen wir die mal probieren? Vielleicht passen die ja. Vielleicht kriegen wir mit den 8 Buchstaben. Das Passwort hin. Warte mal. Wir probieren das jetzt, ne? Retry the password. Wenn der Dude jetzt hier im Zimmer steht, raste ich aus. Put for out. Aber pass mal auf. Put for out. Smart Mutters Passwort. Da. 12 Symbole. Put fee out. Sind aber nur 8. Das heißt, 4 fehlen uns ja noch. Also, falls das so ist, ne? Aber warte mal. Vielleicht fehlen uns gar keine 4 mehr, sondern put ja, das sagt mir halt gar nichts. Tü Lapid Sluf. Sagt mir halt gar nichts. Aber das muss ja auch ein Hinweis sein auf irgendwas. Aber da bin ich anscheinend zu blöd für. Also wenn ich mir das angucke. Ohnehin. Warte mal. Moment. Wir gucken mal, ob Nick wieder da ist. Nick. Mein Name ist ja Seran TFK. Nick, are you there? Oh, Nick ist wieder da. Gut. Pass mal auf. You need to hurry. I know. Mann, I know. Du Dampf. So. Very brave, yes? No.
No. Ich verärgere ihn gerade wieder. Scheiße. I will not have another chance. You will not. Okay. I'll ask for the last time. Do you want to get out? Yes or no? Yes? Okay, wir wollen raus. Willkommen zurück, Omen. Ich bin glücklich. Oha. Ich auch. Ich spiele gerade ein traumhaftes Game. You have one chance. If you don't everything, if you do everything I say, then maybe you will escape. If you cannot, then you will stay with your new friend. Ready to listen? Yes. So, Leute, jetzt konzentriert euch. Listen carefully. Listen and repeat. I will open the next door. To the next room, right now. Inside you will find a toy house. Behind him is the key to the exit. Das hatten wir ja schon. Take it and get out toward the exit. Hatten wir gemacht. And do not even think to look behind you. Back. Good luck. Hä, das ist genau das, was wir gemacht haben. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Das ist doch das Bettende. Ist das das Ende? Also, haben wir es durchgespielt? Es gibt bloß dieses eine Ende? Willst du mich verarschen? Aber wir brauchen doch noch Mutters Passwort. Nee, warte mal. Mutters Passwort. Es gibt noch Mutters Passwort. Nein. Was ist denn Mutters Passwort? Was ist denn Mutters Passwort? Da war er wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 Buchstaben, ja gut. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn das Passwort, Leute? Ich meine, bei dem Passwort erfahren wir doch noch Dinge. Wir haben aber auch schon alles geöffnet, ne? Also hier gibt's ja, glaube ich, nichts mehr. Was wir noch nicht herausgefunden haben. Postfach geht ja auch nicht. Hier unten konnten wir nicht einen Schrank öffnen. Ich glaube, das... Ach, jetzt geht die Tür sogar wieder auf. Guck mal hier. Leute, die Tür geht wieder auf. Achso, du hast gegessen. Das ist, ja, das ist, das würde mich auch glücklich machen. Ich hau mal nachher ist noch ein bisschen was da von den Bratkartoffeln. Aber ich glaube, die hat niemanden geschmeckt. Adio meinte, der ist Würzmeister, hat die ersten zwei Fohlen gewürzt. Kali meinte, es schmeckt nicht. Hat ihr Essen auch wieder direkt weggestellt. Ich habe dann selber nochmal nachgewürzt und habe dann das Ganze mit unter Adirens Würzmischung gemixt. Echt, was will das Spiel von uns? Also gibt es nur das eine Ending? Wenn ja, wäre es sehr traurig. Wir können hier auch die Schränke öffnen. Aber da war ja nichts drin, ne? Da waren ja nur... Da war ja bloß der Schlüssel drin. Da geht's. Es gibt halt nirgends auch nur irgendwas. Denk dran, Schnuggi, immer mal... Achso, hast schon gepostet das letzte Mal. Warte mal, ich komme gar nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen hier erstmal den Schlüssel wieder picken. Vielleicht fehlt ja noch Buchstaben. Was? Ja, natürlich fehlt noch ein Buchstabe. Hä? War der Schlüssel nicht hier? Ach da. Hä, warte mal. Ach so, ich wollte gerade sagen, jetzt sind hier zwei Schlüssel drin. Output. Ach so, Output. B-Output. Output macht ja keinen Sinn. Ja, stimmt. Output könnte das heißen. Stimmt. Das könnte Output heißen.
jetzt halt leider nichts öffnen hier, ne? Was ringt hier eigentlich immer? Oh Mann! Ich klemm fest. Nichts hält mich am Boden. Moin Brudi! Wie geht's dir, Cousin? So, oh guck mal hier. Neues Kochset. Der hat Langeweile. Der hat halt gar nichts zu tun da draußen, ne? Die können wir auch nicht öffnen. Ist aber auch saudunkel. Ja, dafür haben wir die Taschenlampe. Ja, dafür haben wir die Taschenlampe, das stimmt. Aber. Da kommen wir halt auch nicht hin. Hier können wir nichts öffnen, gar nicht. Ist mir ein Rätsel, du. Aber warte mal, für was haben wir jetzt den Schlüssel gefunden? Output Fee. Fee, Output Fee. Ich habe gar keine Ahnung, Leute. Vor allem, wenn wir die Tür öffnen, haben wir ihn ja befreit. Das heißt, wir müssen ihn doch wahrscheinlich erstmal einsperren, oder nicht? Waren wir hier schon mal drinne? Da ist unser Zimmer, da geht's rein. Waren wir da schon mal drinnen? Nee, ne? Ich glaube, hierfür fehlt uns noch ein Schlüssel. Paut, Paut? Warte mal, hier fehlt ein Buchstabe, ne? Das meinst du damit? Vielleicht fehlt ja noch Buchstabe. Das ist vielleicht sowas wie, Oder es ist als Leerzeichen gemeint. Ist der Bäckermeister jetzt hier? Nee. Gut. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also das Ding sagt mir halt gar nichts, ne? Es sagt mir halt einfach gar nichts. Mother's Password. Gib mir das Passwort. Warte mal, vielleicht müssen wir ja uns Mutter nennen. Wir sind die Mutter. Oh, scheiße. Mutter. Wir sind die Mutter. Passwort. Fragezeichen. Ach, geh doch kacken, Alter. Geht doch scheißen, echt. Wie kommen wir da in die letzte Tür rein? Wie kommen wir in die letzte Tür rein, Leute? Es gibt jetzt noch einen Schlüssel, wenn wir uns den nehmen, können wir nur noch rausgehen. Im Weihnachtsbaum hängt hundertprozentig ein Schlüssel, wetten? Im Weihnachtsbaum hängt hundertprozentig der Schlüssel. Ich würde sagen, hier hängt absolut gar kein Schlüssel. Nein. Im Weihnachtsbaum hängt absolut gar kein Schlüssel. Wie ich gerade schon sagte. Das... Ah, Output. Wenn... Ja. Aber was fällt jetzt auch nicht ein, ne? Nee. Aber uns fehlt halt... legit noch ein Schlüssel. Ich
meine, hier haben wir ja überall einen Schlüssel gefunden. Wo soll denn der letzte Schlüssel auch sein? W. Ventil-Output. Ich würde gerne noch in die letzte Tür reinkommen. Ist das scheiße, Alter. Da drinnen, maybe? Nee. Waschmaschine, da ist halt nirgends irgendwas. Nee. Ja, keine Ahnung, wie wir da in den letzten Raum reinkommen. Der Fernseher geht auch stark auf den Sack. Das sehe ich jetzt auch ad hoc, ne? Das Herz, ne? Können wir das nochmal. Können wir das nicht zum Platzen bringen? Oh, ist so. Das ist wie Schmalz. Kaffee. Auch nichts drin. Es gibt halt nichts mehr für uns zu tun. Es gibt nichts mehr zu tun. Wir kommen nicht in diese eine Tür rein. Da kommen wir einfach nicht rein. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist nett gemeint vom Spiel. Wie ist denn das, wenn wir jetzt hier reingehen? Ist der dann direkt da, wenn ich rausgehe? Nee, erst wenn wir den Schlüssel... Okay, wir müssen den Schlüssel... Okay, das ist gut, das ist gut. Das heißt, solange wie wir den Schlüssel... Warte, ich probiere nochmal. Genau, solange wir den Schlüssel nicht nehmen... ...passiert auch nichts. Das heißt, wir können hier... Wir müssen den Schlüssel einfach gar nicht nehmen, das ist gut. Mein Glück war das Game nicht teuer. Mal, willst du etwa dieses perfekte Game runtermachen oder was? Put. Nehmen. Ich glaube, wir sollen einfach hier den Schlüssel nehmen. Das ist einfach nur ein Hinweis. Warte mal, wenn das ein Hinweis ist, put, nehme den Schlüssel, der da liegt. Wenn das ein Hinweis ist, ne? Out. Was bedeutet dann out? Ja, Leute, keine Ahnung. Keine Ahnung. I'm not entirely sure. Aber die Lösung von dem Dude ist da aber auch... Wir wissen... Das muss halt nicht, ne? Soll ich mal googeln? Sicher, dass Output und nicht Put-Out ist? Rausnehmen. Ne, wir sind uns nicht sicher, um Gottes Willen. Wir haben ja auch noch Fee. Also VE. Moin Omega, ich grüße dich. Schnucki noch einmal posten? Steuerung V? Nee, also wir haben ja Put-Out und Fee. Put-Fee-Out. Fee-Put-Out. Komm, wir googeln jetzt. Wie heißt das Game? Wir googeln. Ich würde gerne noch das andere Ending wissen. Das ist einfach ein VR-Game. Ich habe keine Maus, ne? Ich kann nicht aus dem Spiel rausgehen. Nee. Man kommt leider nicht aus dem Game raus. Abgeguckt, ist auf jeden Fall Put, Output. Ja, komm, verraten wir die Lösung. Warum Output? Aber wo soll das denn stehen? Das rum. Heißt auf Latein wahre Ausgabe, I don't know. Ja, ich meine, wir haben ja immer noch ein Zimmer, wo wir halt nicht reinkommen, ne? Aber ich habe schon alles mir angeguckt. Wir kommen da halt nicht rein. Ich weiß es nicht. Komm, wir geben das jetzt einfach ein. Wir wollen wissen, was passiert. Wir geben das jetzt einfach ein. So. Was?
alles klar. Ich glaube, damit ging die letzte Tür einfach auf. Damit ging einfach die letzte Tür auf. Hä, aber dann... Wer rum? Wie kommen wir auf rum? Also, V... E haben wir, ne? Wie kommt man auf rum? Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. Na komm, wir gehen jetzt da durch die letzte Tür durch. Gucken, was passiert. What's happen? Oh ja, sie ist einfach schon auf die Tür. Face your fear. So, wir sollen uns der Angst stellen. Also guck ich dir dein Gesicht, mein Freund. Er ist schon wieder da. Ach so, immer wenn der guckt, müssen wir so lange... Weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Komm, das probieren wir jetzt nochmal. So. Oh, Battle Royale, liebe Leute. Ich würde sagen, nach dem Battle Royale machen wir dann das Giveaway. Und dann gucken wir, dass wir hier das noch hinbekommen. Ansonsten, ich gebe schon mal wieder ein. Ferum. Output. Es ist 21 Uhr. Ja, Glückwunsch. Macht nur Omega mit? Ja, die Leute haben keinen Bock auf geile Games. Ist halt so. Aber wenn ich ein, zwei Leute glücklich machen kann da draußen, ist das okay. Kostenlose Games? Pfui. Ja, ist ja keiner da, der mitmachen kann. Ey, was ist denn da los? Warum habe ich denn so viele Schmutzleute da aktuell? Schnuggi, löschen. Danke dir. Ach so, ich kann jetzt gar nicht... Ach doch, ich komme jetzt raus aus dem Spiel. Perfekt. Giveaway. Win. So, Battle Royale beginnt in wenigen Sekunden. Und dann geht's los. Ich drücke euch beiden die Daumen. Wer rum? Wo steht das rum, Alter? Das ist schon das erste Rätsel. Das heißt, dieses rum steht ja irgendwo, wo wir bis jetzt noch gar nicht hin konnten. Nee, Quatsch. Muss ja irgendwo stehen, wo wir bis jetzt schon waren. Das wollte ich eigentlich sagen. So, liebe Leute, Giveaway. Das erste Game wird ausgelost. Einer von beiden wird gewinnen. Let's do this. Dauert jetzt eine Minute. Das sieht so leer aus, wenn keiner mitmacht, ne? Sieht einfach so leer aus. Hat sich Omega überhaupt registriert? Ja doch, hat sich registriert. Gut. So, einer von beiden wird gleich gewinnen. Da, wo es stehen bleibt. Wer wird es sein von beiden? Ja. Oben, herzlichen Glückwunsch. Erstes Game geht an dich. So, warte mal.
Ich manage das direkt mal. Und dann können wir direkt zum zweiten gehen. So, da haben wir meines Erachtens nach schon mal das schwächste Game für heute raus, würde ich sagen. Na, wobei, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, was, ja, weiß ich nicht. So, Moment. Geht gleich weiter. Omen kriegt schon mal den ersten Key. So, Robot Quest geht raus. Oh, jetzt hätte ich es fast hier im Chat gepostet, Alter. Wer zuerst einlöst, gewinnt. Ach, sehr geil. So, warte mal, Omen. Wo bist du denn? Schnellflüsternachricht. Da. GZ. Ich mache einfach nur GZ, ne? GZ, RoboQuest und Key. Senden. So. Schnell abspeisen hier das Ganze. Okay, geil. Dann würde ich mal sagen, wir machen direkt das nächste Game. Und zwar, ich mache wieder ein Name of Wheel. Pass auf. Dann kommt schon mal mit rüber. So, Robos draußen. Wird es Wasteland 3 oder Greed? Wir gucken mal. Was wird das nächste Game, was wir verlosen? Wasteland 3 kommt als nächstes dran. So, Schnucki, nochmal dasselbe Uhrzeit anpassen und Wasteland 3 draus machen. Uhrzeit anpassen, 22 Uhr und Wasteland 3 draus machen. Und eine Stunde draufpacken. Kanal-Plugin startet gerade eben neu, damit ihr euch auch neu registrieren könnt. So, oh nein, ich muss ja jetzt hier ganz schnell. Oh nein, 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 nein. So, okay. Ich war nicht mal da. Wie, du warst nicht mal da? So, ja gut. Ihr könnt jetzt mit Ausrufezeichen Giveaway Leerzeichen Register euch für Wasteland 3 registrieren. Ich hab, achso. Was sind die Taschenlampe jetzt da? Ich weiß zwar immer noch nicht, wie wir da legal reinkommen, aber egal, komm. Face your fear, das heißt immer, wenn er guckt, müssen wir da hingucken. Ansonsten sterben wir. Okay, dann können wir untersuchen. Broke the game. Oh, wir haben Broke the game freigeschaltet. Broke the game. Einfach der Letzte? Ich bin halt gut, ne? Es war einfach der Letzte, Leute. Aber dann war es das ja schon, ne? Also wenn wir ein Achievement bekommen namens Broke the Game, dann bin ich ehrlich, das ist die andere Tür, ne? Wir schließen jetzt die Tür anders auf. Kann das sein? Wir gucken mal. Es ist einfach alles aufgeschlossen. Hä? Na dann, hä? Was ist denn jetzt mit dem Schlüssel? Jetzt haben wir einen grünen Schlüssel. Was machen wir denn mit dem? Oder müssen wir jetzt einfach mit... Hä? Aber er ist weg, kann das sein? Was ist das bitte? Ist das jetzt hier immer noch? Ja, ne? Das passiert immer noch. Wir können immer noch den Schlüssel nehmen und das hier passiert auch immer noch. Warum haben wir das Game gebrokt? So, warum haben wir jetzt das Game gebrokt? Es ist mir absolut Seite. Kann es sein, dass hier dahinter? Können wir dahinter gucken? Können wir da. Nee.
Ich nehme jetzt mal den Schlüssel wieder. Warum haben wir das Game gebrokt? Wir haben ja auch keine andere Ausgangstür, oder? Und wir kommen ja auch nicht mit dem neuen Schlüssel durch die aktuell existierende. Können wir maybe jetzt mit dem Schlüssel? Nee. Das ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Komm, wir gucken jetzt. Wir gehen einfach raus, gucken, was passiert, wenn wir jetzt. Also. So, wir gehen jetzt einfach raus. Wir drehen uns nicht um. Wir haben das Game gebroked. Es gibt ja auch keine weitere Tür, also. Wir sind am Ende der Möglichkeiten, so. Ich gehe hier einfach raus, oder? Ich gehe einfach hier hin. Get out of floor. Oh, da, 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 da. Ja, du, ich hab. Dann geh doch sterben, ganz ehrlich. Also, was soll das Game? Ist das die Dusche? Punch, punch!